Damals vor langer Zeit war es mal nicht vor langer Zeit, als ich eines Morgens aufgewacht bin. Ich schaute auf mein Handy und sah, dass ich nur noch 2 Minuten Zeit habe, um mich auf meine Wochenendschicht vorzubereiten, die zum Glück im Homeoffice ist. Also sprang ich zu meinem Laptop und hab halt meine Arbeit gemacht. Nur während der Arbeit wurde ich dann plötzlich auf Discord wegen Identitätsdiebstahl permanent gesperrt. Was ist genau passiert und was hat BotGhost damit zu tun? Hey, ich würde mich sehr freuen, wenn dir das Video gefallen hat, dass du eine Bewertung dalässt. Und am besten auch noch kommentierst, dass Jure der Beste ist, damit wir den Algorithmus vielleicht ein bisschen pushen können. Oder auch deinen Lieblings-Reaction-Streamer fragst, ob er darauf reagiert. Vielleicht können wir so auch Druck auf Discord machen, damit ich endlich entbannt werde und auch andere davor warnen, BotGhost nicht zu benutzen. Wir fangen am besten da an, wo alles begonnen hat, nämlich ab da, als die Dinos noch Dildos hieß. Warte, das sollte eigentlich woanders hin. Und wir fangen jetzt mal an diesem Samstag um 11.32 Uhr. Betretet der User Fabio80 meinen Discord-Server. Und das ist ja erstmal ganz normal. Nur direkt nach 5 Minuten fing der Angriff eigentlich an. Also nichts ahnt, während ich bei der Arbeit halt mir ein paar Penissachen angucke, weil ich bin Content-Moderator, muss halt Sachen löschen, wurde ich einfach gefickt. Und ich habe das nicht mal mitbekommen. Also for real, mich hat ein Arbeitskollege, der eigentlich krank war, angeschrieben, dass irgendwas mit meinem Discord-Server ist. Hier erstmal absoluter Ehrenmann an seiner Stelle, sonst hätte ich das gar nicht mitbekommen. Und ich wollte dann direkt nachschauen, was da eigentlich los ist. Und dann öffne ich Discord und sehe, dass ich ausgeloggt bin. Und als ich dann versucht habe, mich in meinen Discord-Account einzuloggen, stand da, dass mein Account deaktiviert wurde. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, warum, weil ich habe eigentlich nichts Regelbrechendes gemacht. Also öffnete ich meine E-Mails und da war auch der Sperrgrund dabei. Ich wurde für Identitätsdiebstahl gesperrt. Ich habe mich natürlich gefragt, hä, welche Identität soll ich denn geklaut haben? Meine eigene oder was? Und deswegen habe ich vermutet, dass es einfach nur ein Must-Report war. Von irgendeinem Troll halt. Aber dass es so schlimm war, hätte ich mir nicht ahnen können. Der Typ, der Angreifer, hat auch alle in mein Discord gepingt und mitgeteilt, dass ich gebannt wurde von Discord, hat sich sogar die Owner-Rolle hinzugefügt und alle Rechte der Moderatoren entfernt. Nur jetzt würden sich natürlich manche denken, so ja, vielleicht wurde dein Account gehackt oder du hast dich irgendwo falsch eingeloggt oder sowas. Und ich wollte selber verstehen, was da genau passiert ist, weil mein Discord-Account ist eigentlich so fucking sicher. Ich glaube, das ist der sicherste Account, den ich jemals gemacht habe. Und deswegen habe ich auch erstmal alle anderen Sachen gecheckt, ob der sich irgendwo vielleicht eingeloggt hat. Der aber nicht. Und dann gucke ich so in den Chat, was der alles noch so geschrieben hat. Und dann sah ich einen Bot, der mir ziemlich komisch vorkam. Nämlich Fabio, der Angreifer, hat plötzlich auf einen Bot aufmerksam gemacht, den ich davor eigentlich nicht auf dem Discord hatte. Nämlich den Pro-Bot. Und als ich mir das Bot-Profil genauer angeschaut habe, habe ich bemerkt, dass das eigentlich mein Bot-Ghost-Bot ist. Nur ich habe den nie in Pro-Bot umbenannt, der hieß immer Yami-Bot eigentlich. Für Leute, die halt weit entfernt von Discord-Management sind. Der Pro-Bot ist eigentlich ein ziemlich bekannter Bot, der auf vielen Servern benutzt wird. Also ein ziemlich großer, der halt so viele Features hat wie Level-Up, Moderation und so weiter. Der Service bietet sogar eine Premium-Version an, in dem du einfach noch mehr Features hast. Und da mein Bot-Ghost-Bot umbenannt wurde vom Yami-Bot in Pro-Bot, schätze ich mal, dass das der Grund ist, warum ich von Discord gebannt wurde für Identitätsdiebstahl. Aber was genau ist BotGhost denn eigentlich? BotGhost ist quasi ein Tool, mit dem du teilweise deinen eigenen Bot mit Features erstellen kannst. Und das ohne coden zu können. Du nutzt einfach vorgefertigte Module und konntest auch eigene Commands bauen. Zum Beispiel das erste, was ich mit dem Bot erstellt habe, war ein Verifizierungssystem. Weil auf mein Discord immer solche komischen Leute kommen, die halt Leute anschreiben und denen Sachen anbieten, die geklaut sind. Wie zum Beispiel Kunst oder Streaming Assets. Und es hat sogar so gut funktioniert, weil die Leute, die gejoint sind, hatten nur Zugriff auf diesen Channel und wenn sie das nicht lösen, dann konnten sie auch niemanden anschreiben außer mich. Und so konnte ich wenigstens meine Discord-Community vor solchen Leuten etwas schützen. Und da habe ich mich auch immer mehr mit BotGhost auseinandergesetzt und hatte auch ein Weihnachtsevent gestartet für meine Community, in dem man einfach Geschenke klauen musste. Also das, was man an Weihnachten wahrscheinlich normal so macht. Und dann habe ich auch immer weiter angefangen und wollte ein eigenes Minispiel für meinen Discord erstellen, in dem man einfach Spaß miteinander hat und das
würde auch dafür sorgen, dass mein Discord besonderer ist und wahrscheinlich auch die Community immer näher bringt. Ich wollte zum Beispiel sowas Harmloses wie ein Währungssystem erstellen, indem man so harmlose Spiele wie russisches Roulette oder gamblen konnte. Es wäre sogar wahrscheinlich einfacher, es selber zu programmieren, weil du halt bei Budgos auch wirklich eingeschränkt bist mit den Möglichkeiten. Nur ich habe mich da für die einfache Methode entschieden, Budgos zu benutzen. Wir kommen jetzt zurück zum Angriff, denn nachdem ich auch mal geschaut habe, was der Typ alles auf meinem Discord gemacht hat, ist mir aufgefallen, dass er 3 Bots zu meinem Discord hinzugefügt hat. Einer davon war sogar ein großer Security-Bot, den ich aber nie verwenden wollen würde. Ich habe keinen Plan, warum er den hinzugefügt hat, weil der Bot sieht schon eigentlich ziemlich legit aus. Kann aber auch sein, dass er einfach seinen neuen Discord-Server einfach sicherer machen wollte. Und jetzt kommt das Seltsame. Von den 3 Bots waren 2 Bots Budgos-Bots. Das heißt, Bots, die der Typ wahrscheinlich selber erstellt hat. Einer hieß einfach nur X. Vermutlich ist der Angreifer Fabio auch einfach Elon Musk, der mich trollen wollte. Oder er wollte mich direkt ausschalten, weil ich vorhab, sein Tesla aus dem Weltall zu klauen. Und der andere Bot hieß Denkmaniac. Und Maniac bedeutet so viel wie wahnsinnig, glaube ich zumindest. Das Einzige, was man hier sagen kann, das ist wahrscheinlich eine Kopie von Denk-Meme-Bot. Und ab hier konnte ich mir schon so ein Bild machen, wie er genau angegriffen hat. Er muss irgendwie in mein Bot-Cost-Bot reingekommen sein, kann aber auch sein, dass er einfach nur den Bot-Token hatte. Und wenn der Token im Code ist, kannst du auf den Bot komplett zugreifen. Nur das Ding ist, ich hatte diesen Bot-Token-Code nicht öffentlich. Du konntest den also öffentlich gar nicht einsehen. Man konnte sogar im Audit-Log sehen, dass genau mein eigener Bot den Angriff ausgeführt hatte. Ich habe dann versucht, natürlich Discord zu kontaktieren, aber bis jetzt leider keine Antwort über den Fall bekommen. Und weil das alles ja auch ein bisschen mit Budgos zusammenhängt, habe ich mir mal gedacht, ich kontaktiere den Support, weil vielleicht ist ja eine Sicherheitslücke oder sowas drin. Weil es ist schon sehr komisch, dass ein normaler User, der 5 Minuten auf mein Discord joint, einfach die Kontrolle übernehmen konnte und sogar selber Budgos-Accounts hinzugefügt hat. Aber im Support-Channel von deren Discord-Server antwortete mir irgend so ein Typ, der einfach sagt, dass Budgos damit nichts zu tun hat. Du bist Community-Support. Du bist nicht mal Moderator. Ich habe dann nochmal erklärt, dass das schon ziemlich komisch ist, aber darauf hat er dann gar nicht mehr geantwortet. Ich habe auch eine E-Mail an Budgos geschickt. Ich habe dann in dieser E-Mail nochmal beschrieben, was genau passiert ist. Also, dass ich gebannt wurde und ich Angst um meine Community auf meinem Discord habe, weil ein random Typ den jetzt besitzt. Und darauf antwortete ein Typ namens Fabian. Du kannst mit deinem Discord-Account auf das Budgos Dashboard zugreifen. Wenn jemand deine Login-Daten hat, kann er auch zugreifen. Und dann bietet er mir noch an, dass ich mein Budgos Premium auf meinen neuen Account überschreiben soll. Was? Ich antwortete auf die E-Mail natürlich, dass er nicht irgendwie verstanden hat, um was es eigentlich genau geht oder was das Problem ist. Und darauf antwortet er wieder, dass ich nicht von Budgos gebannt werden kann, wenn man es benutzt, sondern wenn man die Terms of Service von Discord bricht. Budgos sei gar nicht verantwortlich, was mit den Accounts passiert, die gebannt werden. Man ist also selber schuld. Und ich habe irgendwie das Gefühl, der hat die Situation nicht verstanden. Ich bin nicht zu ihm hingegangen, um zu sagen, entbann mich mal von Discord, sondern dass der Typ irgendwie Zugriff in 5 Minuten auf meinen Bot bekommen hatte. Ich habe es dann nochmal versucht zu erklären, dass es vermutlich ein Security-Problem gibt bei Budgos und darauf habe ich keine Antwort mehr bekommen. Und ich habe mir dann gedacht, so, ja, guck mal, die haben vielleicht ja Logs oder können sich vielleicht sogar in die Accounts so teilweise reinschauen, was auf dem Dashboard so alles passiert ist. Weil so könnte ich auch den Discord-Support zeigen, guck mal, ich war das nicht. Und ich machte auch klar, dass er sich nicht in meinen verschissenen Discord-Account eingeloggt hat. Und wisst ihr, was er geantwortet hat? Dass Budgos keine Passwörter weitergeben kann, wenn man sich mit Discord verknüpft. Aber das war ja nicht der Punkt. Niemand hat sich in meinen verfickten Discord-Account eingeloggt. Und dann meinte er, kann mir jetzt nicht weiterhelfen. Danke für nichts. In der Zwischenzeit bin ich dann auf X gegangen, um die ganze Story mal zu posten, was passiert ist, damit auch meine Community wenigstens etwas mitbekommen hat. Und aus irgendeinem Grund kamen dann sehr viele Kommentare, die mir auf gewisse Personen hinwiesen, die mir helfen könnten. Und jetzt wird es ein bisschen komisch, denn diese Accounts, die das gepostet haben, haben gar keine Beiträge
und weist nur auf den Account hin, der jemand helfen kann. Wahrscheinlich ist das so ein Bot-System, das automatisch anspringt, wenn man den Discord-Support oder anderes markiert. Und da ich dieses Video da ab da schon geplant hatte, dachte ich mal, ich schreibe diesen Typen an, weil es klingt schon interessant, was der vorhat oder was er überhaupt anbietet. Schrieb ihn also an, ja, hey, mein Discord-Account wurde gebannt, kannst du mir helfen? Ich will nochmal anmerken, ich weiß, dass sowas ein Scam ist, aber der Typ, der war die ganze Zeit ziemlich kommunikativ, der hat schnell geantwortet und auch auf meine Fragen ist er eingegangen. Das ist wirklich gruselig bei einem Scammer. Ich will nochmal kurz sagen, ich will auch nicht den Scam unterstellen, weil ich habe den Service nicht gekauft, weil ich mir nicht vorstellen konnte, wie das funktioniert. Aber wenn jemand in den Kommentaren eine Idee hat, wie das Ding da funktionieren soll, kann er es gern beschreiben, ich würde mich freuen, das durchzulesen. Er wollte dann, dass ich meinen Usernamen sage, damit er so einen Background-Check machen kann. Und nach ein paar Minuten war er dann fertig und schrieb dann auch fertig und schrieb dann einfach nichts mehr. Ich fragte also, warum? Und jetzt kommt das Ding, was er mir anbietet. Er will, dass ich ihm $65 überweise für eine Reinstation Software. Das soll laut ihm auf den Discord-Algo zugreifen können und ich wäre dann nach 25 bis 30 Minuten entbannt. Das klingt schon wie ein krasser Deal, nur ich bin immer noch skeptisch gewesen und habe dies dann auch so geschrieben, um zu sehen, was er halt antwortet. Und er kam wirklich sehr verständnisvoll auf mich zurück und hier hat er dann auch bestätigt, dass das ein Hacking-Service sei. Ich biete dann immer noch weiter die unsichere Person und er antwortet erstmal darauf, welche Zahlungsmöglichkeit ich eher bevorzuge. Ich habe ihn dann natürlich geghostet, weil ich bin Bot-Ghost-User und ihm schien das überhaupt nicht gefallen zu haben. Aber für einen Scammer wirkt er echt ziemlich professionell. Ich wollte also noch mehr erfahren über den ganzen Service. Also habe ich gegoogelt, was ist denn so eine Reinstation-Software? Und das, was ich fand, war einfach nichts. Also wirklich, ich habe nichts darüber gefunden. Ich schrieb also den Homie nochmal an und wollte einfach wissen, wie diese vercrackte Software heißen soll. Und er kam mir sehr entgegenkommend mit Reinstation Software. Ja, ich wollte dann auch schauen, wie er reagiert, wenn ich ihn schreiben würde, dass ich nämlich erst die Hälfte zahle und die andere, wenn ich entbannt wäre. Und da ist etwas passiert, was ich jetzt nicht erwartet hätte. Er war einfach total fein damit, dass er erst die Hälfte bekommt. Ich vermute einfach mal, dass er einfach das Geld gerochen hat, um mich danach zu verlassen wie mein Vater. Ich wollte dann auch genau wissen, was genau mit der Software passiert, wenn ich ihn bezahlt habe. Und er gönnt sich dann einfach die Software und ich wäre entbannt. Nur, was genau soll eigentlich so eine Reinstation Software machen? Ich habe zum Glück einen Twitch-Mod, mit dem ich letztens Resident Evil 5 gespielt habe und er ist so ein bisschen in dieses Programmieren-Ding drin. Und er hat mir erklärt, dass so eine Reinstation Software eine Software zu einem früheren Zustand zurückgesetzt wird. Man macht das meistens eigentlich beim Programmieren, wenn ein Update zum Beispiel alles verbockt hat, dass du wieder auf die alte Version kommen kannst. Und als ich dann gefragt habe, warum er seinen Service mit Bot-Accounts promotet, hat er nur geantwortet, ob wir starten können. Ich hätte sogar überlegt, wirklich das Geld auszugeben, wenn es halt nicht illegal gewesen wäre. Weil wir reden hier immer noch um einen Hacking-Service und sowas zu beauftragen ist illegal. Und ich will das erst recht nicht bei meinem Hauptaccount machen. Imagine, der Discord-Support kommt nach 3 Monaten angelaufen und sagt, Bro, wie hast du dich entbannt? Wir haben dein Ticket erst jetzt gelesen. Und jetzt sind halt auch ein paar Tage jetzt vergangen. Ich bin mir halt immer noch sicher, dass ich gar keine Schuld daran habe, was passiert ist. Und deswegen habe ich nochmal versucht, weil der Discord-Support mir immer noch nicht geantwortet hat, nochmal in den Bot-Ghost-Discord zu gehen. Und ich habe mir echt Mühe gegeben, das so detailliert zu schreiben, dass man nicht sagen kann, hey, das ist deine Schuld. Bot-Ghost hat damit nichts zu tun. Ich habe sogar Screenshots reingeschickt. Nur was jetzt alles passiert ist, ist halt wirklich einfach nicht cool vom Support. Ich wurde zwar nicht gebannt, aber man hat echt die ganze Zeit versucht, mir die Schuld zu geben, dass Bot-Ghost auch gar nichts dafür kann und so weiter. Auf meine Nachricht, die zum Glück nicht so lange geschrieben ist, dass ich mir noch extra Nitro kaufen musste, wegen der Textbegrenzung, antwortete wieder so ein Community-Support-Person. Also die Leute, die da im Discord chillen und einfach Leute helfen, für einen Discord-Rang. Und er schreibt auch wieder, dass mein Account wohl gehackt sei. Und ich habe darauf geantwortet, dass das überhaupt gar keinen Sinn macht. Also ich musste mich eigentlich wiederholen, dass es nicht möglich gewesen sei, dass sich jemand eingeloggt hat. Ich habe die 2-Faktor-Dings drin,
Man muss die IP-Adresse bestätigen, wenn sich man einloggt. Mein Account ist wahrscheinlich genauso sicher wie die Area 69. Ich werde es genau sagen, warum das überhaupt keinen Sinn macht, dass er in meinen Discord-Account eingeloggt ist. Weil, stellt euch jetzt mal vor, dieser Fabio, also der HS, der meinen Discord angegriffen hat, hätte wirklich Zugriff auf meinen Discord-Account bekommen. Also den Account, der die Eigentumsrechte auf Discord hat. Mit dem Eigentumsrecht bist du sogar noch stärker als mit der Owner-Rolle, weil du einfach alles einstellen kannst. Du könntest auch einfach den gesamten Discord einfach löschen. Deswegen frage ich mich, wenn er wirklich Zugriff hatte, warum sollte er in mein Bot Ghost Dashboard gehen, von dem er eigentlich nicht wissen sollte, dass dieser existiert bei mir, weil du das auch nirgendwo auf den Bot einsehen kannst. Loggt sich also in das Dashboard ein, nennt den Bot um, reportet dann meinen Hauptaccount, in dem er drin ist, um dann mit seinem Account meinen Server zu übernehmen. Das Lustige ist, dieser Fabio hat danach auch gar nichts mehr auf mein Discord gemacht. Es hört sich ja schon so dumm an, wenn man so denkt. Ich will nochmal hier sagen, dass sie wirklich geglaubt haben, dass mein Discord-Account gehackt wurde und er sich mein Bot-Ghost-Account so eingeloggt hat. Er hätte wahrscheinlich mit dem Account wahrscheinlich sogar mehr Schaden anrichten können. Weil stellt euch zum Beispiel vor, er hätte sich meinen Account eingeloggt und hätte im News-Channel einen Scam-Link gepostet, auf den dann viele Leute draufgedrückt hätten, weil die dachten, das wäre ich. Außerdem gab es ja keine E-Mail, dass sich irgendjemand versucht hat einzuloggen oder sonst was. Deswegen macht das gar keinen Sinn, dass sich jemand meinen Account eingeloggt hat. Und ich hoffe, die Leute stimmen mir jetzt hier zu, dass nicht sein kann, dass mein Discord-Account gehackt wurde. Und wenigstens hat der Typ dann das eingesehen, dass das wirklich keinen Sinn macht und hat mir sogar zugestimmt, dass in diesem Fall die Angst berechtigt ist. Und dann fing es wieder an. Irgendein Moderator vom Discord, bei dem ich mich wirklich frage, wie er diesen Rang bekommen hat, kommt mit: Wenn dein Discord-Account gehackt wurde, Alter, halt bitte die Fresse. Jetzt mal im Ernst. Ich habe genau ein paar Nachrichten davor erklärt, dass das nicht so gewesen ist. Und er kommt mit dieser Scheiße. Es ging mir auch nicht um den Bann direkt oder um eine Entschädigung. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass da etwas sehr Komisches im Spiel ist. Was ich eigentlich auch so geschrieben habe. Wahrscheinlich haben sie dann daraufhin auch den Staff-Team Fabian, also mit dem Typen, mit dem ich per E-Mail schon Kontakt hatte, gerufen. Und das Erste, was er geschrieben hat, ist, dass er irgendwo reininterpretiert hat, dass ich mich widersprechen würde. Wirklich, wenn ihr das gleich hört, ihr werdet wahrscheinlich niemals ein Botboard erstellen. Jura, du sagst sehr viele verschiedene Dinge. Der Benutzer kann sich nicht in deinen Account einloggen, aber er ist immer noch in deinem Account drin. Es ist wirklich lächerlich, was ich jetzt entkräften muss. Er hat als Beweis zwei Screenshots gezeigt, indem ich einmal sage, dass dieser Fabio sich nicht in meinen Discord-Account eingeloggt hat. Und dann noch einen Screenshot, in dem ich gesagt habe, dass dieser Fabio immer noch auf meinem Discord ist. Sorry, dass ich nicht Discord-Server geschrieben habe. Ich dachte, man wüsste, was ich meine. Alter, wie kann man das so schlecht interpretieren, um einfach seine User schlecht zu reden? Wie hat der diese Rolle bekommen? Der Typ wird dafür bezahlt. Dann meint er wieder, dass ich mich den Discord-Support melden sollte. Was auch wieder keinen Sinn macht, weil ich einfach nur hinweisen wollte, dass der Angriff auf deren verfickten Plattform passiert ist. Ich meine, der Typ hatte selber zwei Bot-Ghost-Bots. Der kennt sich wahrscheinlich mit der Plattform richtig gut aus. Ich habe dann wieder klargestellt, dass er nicht auf meinen Discord-Account Zugriff hatte. Danach hat er sich wieder wiederholt. Du loggst dich mit deinem Discord-Account in BotGhost ein, deshalb kann nur jemand ins Dashboard, wenn er meinen Account hätte oder ich Co-Create jemand reingemacht hätte. Co-Create ist zum Beispiel, dass du einen anderen User halt zum Bot hinzufügen kannst und der kann da auch ein paar Dinge machen. Aber Bro, ich wurde nicht gehackt und habe das Co-Create-Feature gar nicht benutzt. Wie soll das dann überhaupt funktionieren? Wirklich, ich war so kurz davor, diesen Typen dermaßen zu beleidigen. Nur, ich habe dann meine Truhe geöffnet, um das klein wenig Respekt, das ich noch hatte, zu benutzen und fasste nochmal alles zusammen, dass es überhaupt keinen Sinn macht, was er gesagt. Ich wurde nicht gehackt, niemand hatte auf meinen Account Zugriff, ich habe nichts von Bot Ghost Market in meinen Bot eingefügt. Das ist sowas wie der Unreal Engine Shop da, in dem du dir einfach vorgefertigte Commands kopieren konntest von anderen. Nur das Feature habe ich nicht benutzt, weil die Commands teilweise echt schon komisch aussehen und dass ich mich auch nirgendwo mit meinem Discord-Account eingeloggt hatte.
Das heißt, ich konnte auch quasi nicht auf so einer Fake-Discord-Seite sein, weil ich halt die App benutze nur. Ich habe sogar geschrieben in Fett, dass das gar nicht sein konnte, weil er gar keinen Zugriff auf meinen Discord-Account hatte, damit er es vielleicht nicht übersieht. Und wisst ihr, was er geantwortet hat? Dass BotGhost keine Schuld hat, wenn ich einen Command aus dem Marketplace hinzufüge. Ich habe keine Worte. Ich hatte dann auch gar keinen Bock mehr, weiter darüber zu diskutieren, weil er offensichtlich sich einen Scheiß darum interessiert und die ganze Zeit versucht, die Schuld auf mich zu schieben, ohne das wirklich zu lesen. Weshalb ich dann auch geschrieben habe, dass ich mein Premium beenden wollte. Wirklich, ich hätte den Service sogar nach dem Angriff sogar noch benutzt, wäre die Antwort hier kompetent gewesen. Aber das war einfach zu viel. Ich bin also auf die Webseite, wo man halt das Premium abmelden kann. Und du musst dich damit deinen aktiven Discord-Account anmelden, um es beenden zu können. Ich habe es dann einfach bei PayPal deaktiviert. Aber warte mal, der Admin heißt Fabian und der Hurensohn, der meinen Discord angegriffen hat, heißt Fabio. Kann es vermutlich sein, dass vermutlich etwas Größeres im Busch ist? Kann es vermutlich sein, dass hier etwas Böses im Busch ist? Aber jetzt mal im Ernst, der Typ wird dafür bezahlt, dass er Leuten hilft. Was zum Fick ist das? Und leider ändert hier erstmal die Geschichte. Es fing alles am 2.3.2024 an und stand jetzt am 8.3. habe ich noch keine Rückmeldung vom Discord-Support und ich habe keinen Plan, was ich jetzt genau machen soll. Fakt ist jetzt aber, dass mein Discord-Server erstmal in den Händen von Fabio liegt. Was aber komisch ist, ist, dass Fabio in letzter Zeit überhaupt gar nicht mehr online war. Ich habe eine Vermutung, dass er auch reported wurde und weil ein Bot hat, der Dankmaniac hieß, dass ihn der Bot genauso weggeflext hat, wie er mich mit meinem Bot weggeflext hat. Weil das wahrscheinlich sogar eine Kopie war vom Denk-Meme-Bot. Also wie kann man so dumm sein? Ich stelle mich halt auch nur wirklich die Frage, weil ich verstehe es halt immer noch nicht, warum er das gemacht hat. Weil es gibt keinen wirklichen Vorteil. Mein Bankkonto ist noch voll, weil ich noch nicht in Wizard 101 gegambelt habe. Und er hat ja auf dem Discord auch nicht wirklich was gemacht. Er hat nichts promoted. Er hat einfach nur geschrieben, dass ich gebannt wurde, hat auf den Bot hingewiesen und hat all meinen Moderatoren die Rechte weggenommen. Das Einzige, was er erreicht hat, ist Schaden anzurichten. Falls du eine Theorie hast, woran das vielleicht liegen könnte, kannst du das gerne in die Kommentare schreiben. Es ist sicher lustig, verschiedene Theorien darüber zu lesen, auch wenn sie so dumm wie möglich ist. Ich will es wissen. Es gab sogar Leute, die haben mich angeschrieben und haben die Vermutung aufgestellt, dass das vielleicht sogar Fantastic war, weil ich ein Volunteer bei Fantastic war und letzte Woche ein Video über die gedroppt habe. Es wäre verdammt witzig gewesen, wenn es wirklich so ist. Jetzt fragt man sich natürlich, wie mache ich jetzt weiter? Und ich bin gerade dabei, einen neuen Discord aufzusetzen. Der wird wahrscheinlich dann auch der neue Main-Discord. Also der alte Discord wird wahrscheinlich vom Discord automatisch gelöscht, weil ich halt einfach nicht mehr Zugriff drauf habe. Aber auch wenn ich dann wieder Zugriff bekomme und mein neuer Discord halt fertig ist, würde ich wahrscheinlich sogar auf einem neuen Discord bleiben. Das hat den Grund, weil ich nicht weiß, was er alles auf meinem Discord verändert hat. Er hat ja quasi die Owner-Rolle, hatte Zugriff auf den Admin-Chat und konnte daher auch andere Bots einstellen, verändern. Vielleicht wartet er sogar darauf, dass mein Discord-Account entbannt wird, um dann nochmal anzugreifen. Ich weiß es nicht. Deswegen habe ich mir überlegt, einfach einen neuen Discord aufzusetzen und ich werde es sehr begrüßen, wenn du auf den Discord joinst. Ich versuche jetzt auch das, was ich auf BotGhost programmiert habe oder halt erstellt habe, jetzt auch wirklich selber zu programmieren. Ich habe nur gar keinen Plan und irgendwie läuft das gar nicht so, wie es will, aber egal, ich krieg's irgendwie hin. Und ich würde sagen, ab einer bestimmten Mitgliederzahl auf meinem Discord mache ich auch einen Giveaway auf meinem Discord, indem ich einfach Nitro oder Guthabenkarten verlose. Also wenn du arm bist, dann kannst du da gerne raufjoinen und vielleicht ab 100 Mitglieder verlose ich eine Guthabenkarte. So, ein paar Tage später jetzt auf dem Off, das nehme ich im Nachhinein auf, das Skript war eigentlich schon fertig, habe ich eine E-Mail vom Discord-Support bekommen, dass mein Account entbannt wurde, aber mein Bot nicht. Jetzt habe ich ein anderes Problem. Das habe ich im Video gar nicht angesprochen, aber ich konnte mich an einem Tag einloggen und da wollte mein Discord-Account den Zwei-Faktor-Authentifizierungscode haben, nur der ging nicht. Der ging nicht? Und dann habe ich gegoogelt, was könnte das Problem sein. Da haben Leute gesagt, so ja, installiere die App vielleicht mal neu. Das war der größte Fehler, den ich jetzt machen konnte. Denn wenn ich jetzt in die App reingehen möchte, fragt mich die App nach meiner Telefonnummer und dann soll ich meine Identität bestätigen, indem ich mich auf einem anderen Gerät bestätige, dass ich das bin. Das Problem ist, dass nur mein Handy dort eingeloggt ist. Das heißt, die App will Bestätigung von meinem Handy, mit dem ich das gerade mache, dass ich das Original bin. Und ich kann nicht auf eine SMS
Verifizierungsmöglichkeit zurückgreifen. Das heißt, ich muss jetzt auch wieder hier auf den Support warten. Was ist das? Wie viel Pech kann man haben? Aber das ist schon mal gut. Mein Discord-Account ist entbannt. Ich muss jetzt nur noch irgendwie wieder Zugriff bekommen auf meine Verifizierungs-App. Bis jetzt gibt's aber nicht mehr viel zu sagen. Joint meinen Discord. Vielleicht ist er fertig, ich weiß es nicht. Und folgt mir auf Twitch, wenn ihr coole Spiele sehen wollt oder Reaction. Danke fürs Zuschauen. Liken, kommentieren.